Also, Freunde der stillen Nacht, wir haben hier noch einen Multi tatsächlich bekommen. Wir haben sehr viel gefarmt. Schön gechillte Musik. Let's go. Ich hab echt kurz auf sein und wieder gehofft. Ich hab wirklich kurz. Oh, wir haben ein Dokkan-Fest. Ich hatte wirklich kurz wieder Zeno vor Augen. Imagine Evo-Dupe. Mit schön. The Legend of Zelda Musik. Ah. Okay, okay. Oh, ich dachte kurz Fakeout. Oh, ich dachte wieder kurz Fakeout. Oh, Spaß. Vielfacher Vegeta, angenommen, mitgenommen. Ja, der will auch auf Global auf 100% kommen. Ich merk's. Freunde, Global-Spieler muss man sein, ey. Was geht? 119 Stones. Platz 1 Preise. Also, ich hab's euch ja gesagt, Mann. Das 6-jährige Jubiläum wird auf jeden Fall geil, Mann. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Ich hoffe, ihr habt aus diesen Stones wirklich geil gepult, Mann. Vor allem das gepult, was ihr gebrauchen könnt. Freunde, ihr habt es gerade gesehen gehabt, ein Multi habe ich bereits euch gezeigt, das war noch im Stream. Dementsprechend sind wir in der folgenden Situation. Wir werden gleich mit den Platz 1 Stones hier noch weiter sammeln und im Prinzip die Steps hier beenden bei Evo und UI. Falls ihr meinen ersten 20 gesehen habt, Freunde, schaut es euch auf jeden Fall an. Nochmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung, Mann. Die Live-Summons waren crazy. Ja, ich feiere Live-Summons und die waren wirklich richtig gut, Mann. Ihr habt da echt richtig Dampf gemacht. Und ich habe auch wirklich richtig gut gezogen. Dementsprechend hoffe ich, dass ich mein Glück weitergeben kann. Pass mal auf. Ach so, ich habe sie auf Englisch gestellt. Ich so, hä, mein Kopf. Mein Gehirn gerade so, ich warte auf, oh mein Gott, no power da. Und dann, stimmt, wir haben einen Livestream gesprochen gehabt, ey, okay. Ich werde wahrscheinlich Global bei mir auf Englisch erstellen, weil ich habe mal mit Global angefangen, logischerweise. Ich spiele auch beides, Global und JP. Mehr JP als Global, bin ich ehrlich zu euch, je nachdem, wo was geht halt. Aber ich hatte damals schon auf Global direkt die japanischen Voice drin. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, okay, gucken wir mal. Vielleicht stelle ich Global auf Englisch um, um einfach mal rauszuhören, wie sich die englischen Voice anhören und so fort, als einfach einen Unterschied habe. Okay, der ist leider auf Global leider schon auf 100%, ist aber an sich ein guter Pull, definitiv. Und deswegen war ich kurz verwirrt, so, hä? Was war das gerade für eine Stimme so? Aber gut. Aber gut, Ladies and Gentlemen. Okay. Ja, ich habe tatsächlich, oh, perfekt, ich habe tatsächlich, geil, hier noch den Free Multi, bei Evo noch den Free Multi, eventuell noch Tickets, nochmal, warte, was sagt der Segel? Okay, jetzt nur ein lausiges Kamehameha, alles klar, boah, ich hatte Global Voice echt lange nicht mehr drin, Mann, crazy, könnt ihr mal gerne wissen lassen, ob ihr Global oder japanische Sprache, also Englisch oder japanische Sprachausgabe habt. Ansonsten, Freunde, Jubiläum. Escalation, oder? Pass mal auf. Leute, lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, welchen Content ihr von Ui, Goku und Evo sehen wollt. Gott sei Dank habe ich denn nicht beide. Ich werde auf jeden Fall die Tage mich erstmal darauf bemühen oder darauf zurückgreifen müssen, dass ich mit denen erstmal richtig viele Events mache. Leute, also, ich weiß nicht, ob es euch im Endeffekt nerven wird, aber verzeiht, ich werde auf jeden Fall so viele Videos zu Evo raushauen. Zu Ui natürlich auch, aber ich werde Evo nehmen und ihn überall reinklatschen. Halt in jedem Event probieren und so und so fort. Wie macht es auf 55%? Auf Global und auf JP habe ich mit Side-Use mit den Coins gekauft. Dementsprechend lasst mich auf jeden Fall außerhalb davon wissen. Also Events werde ich mit beiden Charakteren machen. Super Battle und Extreme Super Battle und so fort. Ich werde sie überall testen, LGGT. Und lasst mich aber außerhalb davon wissen, welchen Content ihr noch speziell von Ui, Goku und Evo sehen wollt. Ganz klar, natürlich, klassischerweise, traditionell werde ich natürlich auch die Teambuild-Videos zu beiden raushauen. Also wie man beide spielt am besten, richtig spielt. Diesbezüglich müsst ihr mir aber ein bisschen Zeit geben. Ich werde
erst nach Mittwoch dazu kommen, tatsächlich. Und by the way, wir machen hier ganz entspannt Assumptions. Ich muss auf sowas gerade zurückgreifen. Also es wird nicht brutal editiert sein, sondern fort einfach Platz 1 zu uns annehmen und raushauen. Ich hoffe, das passt so. Soll ich sagen? Ja, Teambild-Videos werde ich raushauen auf jeden Fall. Ich habe noch mit den Jungs gesummt. Das Video wird auch noch kommen, aber dazu müssen wir auf jeden Fall Zeit geben. Solche Videos brauchen immer beim Editing. Auch an sich muss man dafür Zeit nehmen. Ich muss so im Modus dafür sein, sag ich mal. Aber ey, Free Multi bei Evo. Wir haben ihn im Free Multi gezogen, Leute, im ersten Durchlauf. Das ist der zweite Durchlauf jetzt. Okay, chill mal. Give it to me. Cool. Achso, now steht ja dran, logisch. Okay, super Vegito. Ein Dokkan-Fest haben wir. Es könnte noch ein Evo sein, ey. Ey, mein Boy Evo, Alter. Mein Boy Evo. Er ist endlich heim, ey. Evo ist heim, Leute. Richtig geil, man. Feier ich abartig. Nehme ich auf jeden Fall an. Ich mag diese Karte. Vor allem, ich habe auf Global den Goku, seinen Gegenspieler quasi auf 100%. Bei den, ich glaube, das ist sein erster Dupe. Nehme ich definitiv an. Dazu sage ich nicht an. Ist ein geiler Charakter, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch soweit gut geht, Freunde. Jetzt auch außerhalb Dokkan, so dass alles läuft. Falls nicht, hoffe ich, dass es demnächst dann läuft. Oder ich schicke euch Stärke, schicke euch Energie, falls ihr auch, keine Ahnung, gerade irgendwie gut was zu tun habt, sag ich mal privat. Und ja, hoffe dann trotz dessen, dass ihr, wenn ihr Dokkan spielt, das enjoyt trotzdem das Jubiläum. Ist auf jeden Fall nice. Die Sache ist halt leider, ich bin, glaube ich, jetzt auf 9 Tickets. Und Free Try raushauen hier. Und ich werde halt wahrscheinlich auf jeden Fall nicht das in Single Sum raushauen. Und ich weiß auch nicht, ob ich weiter noch Sum werde tatsächlich. Weil ich habe mein Ui und Evo und ich nehme ich an. Ich check mal ganz kurz. Vielleicht hole ich den ersten Pilastroph, das erste Pilastroph-Angebot. Muss kurz mal abchecken, wie viele Tickets es dort gibt, sodass ich zumindest mit den Tickets einen Multisum raushauen kann. Weil ich stehe auf 9 Tickets. Ich finde das ein bisschen schade, dass man nach einem Durchlauf 9 nur ist, weil mit 10 kannst du einen Multi raushauen und bei einem Multi hast du zumindest garantiert einen SSR, bei den Single-Sums nicht. Klar, trotzdem kannst du aus 9 Single-Sums mehrere SSR ziehen und sein vor, das ist mir bewusst, aber einfach mal so. Lass mal ganz kurz schauen, ich sollte bei beiden halt dementsprechend jetzt erstmal jeweils 9 haben. Boys und Girls, euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder besser gesagt im Endeffekt gerne ein Like lassen, falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mögt. Auch gerne ein Abo da lassen, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Echt wirklich, wir sind auch kurz von den 50.000 Abonnenten. Richtig stark. Und ich sitze gerade auf 8 Tickets. Okay, ich habe mir jeweils das erste Pack von Vegeta und Goku geholt. Dementsprechend habe ich nochmal 5 Tickets bekommen. Jetzt habe ich zwar 13, aber ich hau in diesem Video mal eine Multi mit den Tickets raus. Das wollte ich halt noch als Abschluss haben. So, jeweils ein Ticket-Multi bei beiden. Ein Banner noch zum Abschluss dieses Videos. Ich behalte einfach mal die Tickets, die 3 Resten. Ich hau jetzt keine Single raus, ich halte es mal offen. Vielleicht, keine Ahnung, kann ja sein, vielleicht, dass ich nochmal reingehe, noch ein Sum-Video raushau. Vielleicht draußen entspannt Sum und so und fort. Je nachdem, ich behalte sie erstmal einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, die 3 einzelnen Tickets da. Ja, Leute, das waren jetzt so gesehen, ich habe jetzt 2 Durchläufe bei beiden Bannern gemacht und also der erste Durchlauf bei beiden Bannern, der war ja crazy. Wii und Evo habe ich beide aus dem Free Multi bekommen. Richtig, richtig. Glaube ich, ja. Also Evo auf jeden Fall. Wii glaube ich auch, ja. Das ist einfach ein minimaler Einsatz, Freunde. Das ist krass. Also ich hoffe, das ist... Es hat leider Glückssache, Mann. Wenn ich sage, ich hoffe, das passiert jedem, dann ist das unrealistisch. Aber ich hoffe es einfach. wir haben eine... Okay, dann schießt ihr zumindest noch mindestens mit einem Dokkan-Festcharakter ab, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen beim heutigen Video. Welcher Dokkan-Festcharakter wird es? Ich habe an sich aus Evo-Spanner wirklich richtig gut gezogen. Wer ist hier alles drin noch so? Komm, lass uns mal überraschen. Es ist the one and only
Es wird spannend. Es bleibt immer noch spannend. Und es ist immer noch. Hallo? MVP 17. Ja, okay, der ist sicherlich schon auf 100% auf Global. Oh, ja, ein Spaß. The Legend, ciao, man. Okay, Freunde, so viel fürs Zusehen. So viel fürs Zusehen. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.